Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und die Frage war, wie levelt man eigentlich am schnellsten die Naturkundlerrolle? Ja, durch Fleiß. Also das Einfachste ist am Anfang. Aber ist doch egal. Also, nochmal. Das Einfachste ist, man sammelt Proben. Und verkauft sie. What do you propose? Dafür braucht man ja das Kleinkalibergewehr und die Betäubungsmunition. Ich kriege jetzt hier keine Points mehr, da ich ja schon den höchsten Rang hier erreicht habe. So, dann zeige ich noch was und kaufen. Also, entweder macht man die Betäubungsmunition selbst, indem man hier die Broschüren gekauft hat. Use your ammunition carefully. Wo sind sie? Da sind sie da. Für Tiererwecker natürlich auch. Und Betäubungsmunition, dann kann man die selbst erstellen. Denn die Harriet hier, die nimmt es ja, also Harriet nimmt es von Lebenden. Ne? Das kostet schon okay, Luck. Then. Thank you. Oder, um zu leveln, nimmt man Missionen an. Gewilderte Tiere starten. So, da muss man kurz aufpassen. Which I'd very much like you to track. Also man kann hier schön... Ich weiß gar nicht, ob das sofort geht oder erst ab einem gewissen Rang. Die legendären Tiere dann aufspüren, fotografieren, Probe ziehen, ihr wiederbringen. Oder, wenn man es nicht so ehrlich mit ihr gemeint hat, man erlegt das Tier und verkauft das Fell und lässt sich einen schönen Mantel rausmachen. Und jetzt sieht man unten rechts gewilderte Tiere starten. Das machen wir mal. Quasi eine Rettungsmission. Gus McMillan und seine Philistine Horde sind ein Spearpoint in einer Armee von Invaders. That want to rip this land up by its roots and plaster the ruins with cheap houses and totems of their Barbary. That can't happen. A regiment of Macmillan's horde has settled in the area and are claiming the local wildlife as their prize. I need you to strike back. I need you to remind Gus and his dead-eyed brutes what it feels like to be on the receiving end. Just be careful what gets caught in the crossfire. This war is already too costly. So, jetzt starten wir eine Rettungsmission quasi. Ab und zu passiert das auch so, dass man irgendwo lang reitet und da sind dann Wilderer. Dann kann man die gefangenen Tiere befreien. Ja, die Wilderer erschießen. Gibt dich zum Versteck. Wo ist es überhaupt? Gucken wir mal eben. Naja, Vorteile. Quatsch hier. So. Da seht ihr wieder alles live. Aufgenommen. Halleluja. Ja, will ich das? Ja, will ich. So, ich weiß gar nicht, ob es hier ein Zeitlimit gibt. Nein, ich glaube, die Zeit läuft erst, wenn man dort in der Nähe ist. Also, Knarre her. Die putzen wir mal her, es wäre mehr Zeit. Jetzt wäre wieder so eine Aktion zum Cutten, ne? Ja, kann ich noch nicht. Muss ich halt was erzählen. Euch die Zeit zu überbrücken. Also, wir geben alles. Manchmal, glaube ich, ist das bei Missionen noch so. Ich habe das ewig nicht gemacht. Man spawnt dann, glaube ich, quasi in der Nähe. Und kann dann direkt aufräumen. Das ist wie mit den legendären Tieren. Wenn man sie für sie beobachten, fotografieren und Probe ziehen soll, dann ist man quasi auch schon so gut wie da. So, wir kürzen jetzt hier über die Bahnstrecke ab. Geht aber nicht. Doch, geht schon. Wieder hoch. Also Naturkunderrolle lohnt. Und zwar kann man ab irgendeinem Rang, ich weiß es wirklich nicht mehr wann, sicher das Wildnislager kaufen und daraus dann die Schnellreisen machen. Man erwirbt die Fähigkeit des Gnadenstoßes, auch ganz wichtig, wenn man mal ein Tier nicht richtig getroffen hat, es aber trotzdem noch perfekt ist, wenn man mit Hilfe des Gnadenstoßes ja, das Fell retten. Dem es wichtig ist. Und mir war das am Anfang wichtig. Gibt, glaube ich, auch irgendwie Punkte für die Ehre, ne? Ist ja Gnade. Ist das schon da, die Aktion hier? Also ich meine das Lagerfeuer da. Seht ihr das? Ja, das sieht gut aus. Da werden Feinde angezeigt. Da gehen wir jetzt richtig rein.
Wisst ihr was? Da steige ich für ab. Oh, 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 oh. So, eben kurz verschnaufen hier. So, aus der Deckung viel einfacher. Ja, wir haben ja Zeit hier, ne? Jetzt kommt er von da. Auch ein anderes Gewehr nehmen können, ne? Wäre schlau gewesen. Oh, von hinten habe ich nicht drauf geachtet hier. Hier zu befreien. Ich habe es vorhin wieder nicht richtig gelesen. Ach, ist ja was. Ist der in der Hütte? Ah doch, da ist ein Tier zu befreien, ihr seht's. Da drin. Ach. Also, Tier befreien. Einfach auf Schloss ballern. Ist aber erledigt. Und so gibt es, glaube ich, auch massenhaft Punkte. Und jede Menge Loot. Und das ist gerade am Anfang auch wichtig. So, jetzt machen wir die Kollegen hier noch leer. Das brauchen die alle nicht mehr. Oh, perfekte Fälle gibt es dann auch manchmal, wenn man Glück hat. Sind halt Wilderer, ne? Ja, und alles, was man hier an Fällen mitgehen lässt, muss man halt selbst nicht jagen, ne? Kann ich den Typen da drin noch looten oder ist er jetzt abgefackelt? Auch noch leer hier. So, das war im Grunde genommen die Idee. Also ich würde am Anfang wirklich zieht Proben ohne Ende. Gebt die ab. Da gibt es XP satt. Und wenn man dann... Wir gucken das nochmal eben nach. Wie war das? Wie war das? Tasche. Quatsch. So. Da in diesem Elternbuch. Dann nehmen wir jetzt mal Wüstenhabitat. So. Wenn man dann hier alles voll hat, dann kann man das abgeben. Dann wird das abgestempelt. Was fehlt hier noch? Müssen wir bestimmt fotografieren oder so. Ja, genau. Und dann gibt es, glaube ich, sogar nochmal extra Points. Und richtig Kohle teilweise. Je nachdem, um welches Habitat es sich da handelt. Ja, dann düsen wir zurück. Freuen uns, dass wir heute eine gute Tat vollbracht haben. Eben mal eben schon mal. Ach, gar nichts machen wir. Das war's. Oder? Doch. Das war's natürlich nicht. Zur Begrüßung wird der Hund gestreichelt. Jetzt mal was hier. So. Wie lange haben wir jetzt gebraucht für den Spaß? Ach, keine 10 Minuten. So. Das, ich hoffe, ihr habt die Frage beantwortet. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.